Hallo meine Lieben, hier ist Sabine vom YouTube-Kanal Dualseelen der Ehrlichkeit begegnen. Nochmal ganz, ganz liebe Grüße von Sönke. Ihm geht es etwas besser. Er ist aus dem Krankenhaus jetzt entlassen worden. Er ist jetzt zu Hause. Zurzeit schläft er jetzt gerade und erholt sich von der schwierigen OP, die er hatte. Ja, deswegen ist er auch momentan noch nicht mit dabei bei den Videos. Heute, wie versprochen, ein Video zwischendurch. Und zwar habe ich euch versprochen, dass ich euch passend zum 23. November, da ist ja Vollmond, ein Vollmondritual sende, beziehungsweise auf YouTube reinstelle. Und ja, am 23.11. 6:39 Uhr in den Zwillingen steht der Vollmond. So, und für alle, die gerne Rituale machen und die sich vielleicht auch nicht wirklich rantrauen, kann ich euch nur sagen, es gibt ganz, ganz einfache Rituale. Ich bin sowieso ein Freund der Einfachheit. Es muss nicht immer viel Brimborium darum gemacht werden. Im Endeffekt ist alles einfach. Der Mensch ist einfach, die Natur ist einfach und einfach wundervoll, sagen wir es mal so. Und hier gleich zum Vollmondritual. Um euch noch ein bisschen was zum Vollmond zu erzählen. Die Kraft des Vollmondes oder die Energie, die ausgesendet wird, ist sehr, sehr stark. Jeder, der sich mit Mondenergien auskennt, weiß, wie zum Beispiel die Kraft von Ebbe und Flut, ne, wie stark die Energie des Mondes sein kann. Einige von euch tun vielleicht auch Schlafwandeln, die spüren halt jeden Neumond und jeden Vollmond. Eine meiner Töchter spürt das auch ganz extrem. Unsere Katzen sind da immer besonders wild und kommen nachts nicht zur Ruhe. Das spürt man richtig. Ja, und diese Energie des Vollmondes eignet sich besonders toll dafür, für kreative Dinge wieder in den Fluss zu bekommen, weil diese Energie so stark ist und alles, was mit geistigen Aktivitäten zu tun hat. Also wenn ihr zum Beispiel gerade vor einer Prüfung steht oder viel Abi ist ja meistens im Frühjahr oder ihr müsst viel lernen, ne? Das gilt im Allgemeinen für Vollmond. Oder ihr habt gerade eine geistige Aufgabe im Beruf oder ihr braucht irgendwelche Gedankenanstöße. Nutzt die Kraft des Vollmondes. So, und die Kraft des Vollmondes ist auch eine Wünschkraft. Ich sage immer, da kann man besonders toll Wünsche nach außen schicken, wenn es darum geht, dass man etwas vermehren möchte in seinem Leben. Ne? Man möchte zum Beispiel seine Finanzen verbessern, man möchte seine Gesundheit verbessern. Dafür ist es ganz, ganz toll, wenn man da wirklich bei Vollmond damit anfängt, in diesen Bereich reinzugehen. Ja, der Rückgang von Erkrankungen zum Beispiel ist super bei Vollmond oder auch Gewichtsreduktion. Also jeder, der Gewichtsprobleme hat und einfach nicht weiß, wann er am besten damit anfängt, kann ich euch nur raten, was heißt raten? Ich empfehle es euch einfach, weil ich das auch immer teilweise spüre, gerade wenn es um zum Beispiel um Fastenkuren geht. Ich habe jetzt eine Fastenkur angefangen und ich nutze gerade die Kraft zum Vollmond hin, um das jetzt auch durchzuziehen. Und da ist es natürlich super, wenn man mit Gewichtsreduktion stimmt oder man möchte den Körper entgiften. Ist es wirklich sehr, sehr toll, bei Vollmond anzufangen, weil der Vollmond geht ja auch in diesen abnehmenden Mond über. Und jeder, der seinen Körper entgiften will, also was loslassen möchte, der Gifte loslassen möchte, der sein Gewicht reduzieren möchte, kann wirklich den Vollmond zum Übergang zum abnehmenden Mond nutzen, ne, um halt wirklich da anzufangen oder anzusetzen. So. Es unterstützt natürlich. Ne? Das heißt nicht, dass ihr jetzt eine Diät anfangen sollt. Ich halte sowieso von Diäten nichts. Ne? Das Allerbeste, was man machen kann, ist wirklich eine komplette Ernährungsumstellung. Und all das, was der Körper nicht braucht, was die Zellen nicht nährt, das wisst ihr ja selber. Das ist nochmal ein anderes Thema. Das einfach weglassen. Ne? Zucker, Weißmehlprodukte, Milchprodukte, so diese Sachen. Ne? Guckt, dass ihr eurem Körper halt gerade auch in dieser Zeit wirklich Sachen gibt, wovon die Zellen zehren können. Ne? Eure Zellen, die brauchen das zum Aufbau. Ja, es gibt bei Vollmond viele, viele verschiedene Rituale. Besonders ist es natürlich gedacht für Wünsche und deren Erfüllung. Wichtig ist, was ihr dazu braucht, ist einmal ein Stift. Ne? Also nehmt euch einen Stift, einen Zettel. Dann braucht ihr, ich habe das jetzt hier,
eine weiße Kerze. Teelichter bitte nicht nehmen wegen dem Metall und sowas. Bitte eine reine weiße Kerze, die ihr auf einen Teller stellt. Oder die ist so dick, die muss man jetzt nicht auf den Teller stellen, die kann man auch mehrmals anmachen. Ich arbeite gerne mit diesen dicken Kerzen halt für verschiedene Rituale. Ich stelle die auch ganz gerne in einem Kreis auf. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Lichtkreis mache oder einen energetischen Kreis eröffne, dann mache ich das sehr gerne. Dann, was auch immer gut ist, ist Räucherwerk, ne? Oder Räucherstäbchen. Ich habe hier zum Beispiel, ich zeige es euch mal, das ist Ambrosia. Das sind eine, ach, Duft der Götter wird das auch genannt. Das sind eine meiner Lieblingsräucherstäbchen, weil die einfach, wenn man die anmacht, das, boah, das ist so toll, auch energetisch dann in dem Raum selbst. Das ist richtig, richtig toll. Wichtig ist, dass ihr für euch einen ruhigen Raum findet, entweder bei euch zu Hause oder draußen in der Natur, wo ihr ungestört euer Ritual machen könnt. Weiteres Räucherwerk ist Weihrauch. Um euch abzuräuchern, wichtig vor jedem Ritual, wie wir das schon mal gemacht haben, Hände waschen. Wirklich Hände waschen mit schönem reinem Wasser oder mit Salzkristallen, Meersalz oder Steinsalz ist natürlich super, das Ursalz. Ne? Und versucht auch eure Aura zu reinigen. Also ihr wisst noch vom letzten Ritual, ne, also bei Neumond, reinigt immer eure Aura vorher. Das kann man sehr gut mit diesem Palo Santo machen. Das ist dieses, das habe ich kein Feuer da, macht aber nichts. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt. Das riecht ganz, ganz toll. Da einmal halt drüber gehen, die Aura reinigen, komplett von oben bis unten an den Beinen entlang. Was man auch machen kann, was eine ganz, ganz tolle Mischung ist, das ist weißer Salbei, Zedernspitzen und Beifuß. Das ist eine. Ich bestelle mir das immer regelmäßig. Das ist hier dieses schamanische Räucherwerk. Ne? Hier gibt es auch noch Räuchersand oder Räucherkohle. Ich habe hier so eine unheimlich schöne, wie ihr seht, so eine schamanische Muschel. Man kann auch natürlich ein anderes Gefäß nehmen. Das zeige ich euch jetzt hier. Ihr könnt auch so ein Metallgefäß nehmen oder ihr nehmt ein Gefäß aus Steingut, was wirklich, wirklich, ich sag mal, was Feuer abhaben kann. Ne? Wichtig ist, gerade mit diesem Räucherwerk, reinigt, ihr könnt euch nochmal abräuchern, benutzt da eine Feder oder ein Blatt, wenn ihr in der Natur seid, ein schönes Ahornblatt, wie auch immer vom Baum, benutzt das und tut euch abräuchern. Wenn ihr zu Hause seid, ne, zu Hause sind immer ganz, ganz viele Energien drumherum. Bitte reinigt den Raum. Einmal durchräuchern. Durchlüften, räuchern und dann nochmal durchlüften. So, ganz, ganz wichtig, einfach zu dieser Klärung. Wichtig ist, natürlich braucht ihr noch einen Zettel, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Also ihr braucht einen Zettel, ihr braucht eine weiße Kerze, ihr braucht einen Stift. Wie gesagt, so eine Räucherschale, wenn ihr habt. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr es zu Hause macht, das Palo Santo habe ich euch ja schon mal gezeigt. Räucherstäbchen, um diesen Geruch hier einfach, dieses Räucherwerk halt praktisch zu verbreiten. Ja, dann beschriftet ihr den Zettel mit eurem Wunsch. Ne? Zum Beispiel, ich gebe euch jetzt hier ein paar Tipps und Empfehlungen, was man machen kann. Ihr habt jetzt einen Wunsch zum Beispiel, dass eure Finanzen aufgebessert werden. Das schreibt ihr auf einen Zettel, dass eure Finanzen sich zum Positiven wenden, dass ihr frei seid von Verbindlichkeiten, also Schulden. Ich sage immer Verbindlichkeiten, weil das Wort Schulden, das mag ich überhaupt nicht, weil das so einen negativen Touch einfach hat. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Es ist wichtig, dass ihr keine Verneinungen reinbringt, ne? Also ganz, ganz wichtig. Das Universum möchte wissen, was ihr wollt und nicht, was ihr nicht wollt. Wenn ihr draufschreibt, ich will keine Schmerzen mehr, das Universum kennt das Wort nicht, dann werden sich eure Schmerzen verstärken. Gerade bei Vollmond, wo die Energien sehr stark sind, kann es passieren, dass durch dieses energetische und durch dieses Ritual und alles, was ihr ins morphische Feld gebt, diese Schmerzen verstärkt werden. Deswegen schreibt, ich wünsche mir Gesundheit. Ne? Also wichtig, formuliert alles, was ihr möchtet. Das gilt aber nicht nur für Vollmond, das ist sowieso im Allgemeinen,
solltet ihr euch das angewöhnen, dass ihr wirklich alles positiv formuliert. Immer das ans Universum sendet, was ihr wollt. Ich will eine gut gehende Partnerschaft. Ich möchte den Idealpartner in mein Leben ziehen. Das kann natürlich dann auch ein Lernpartner sein, ne? Also jeder, nicht der Traumpartner, den ihr vielleicht jetzt gerade im Kopf habt. Der Idealpartner ist der Partner, der euch weiterbringt auf die nächste Bewusstseinsebene. Dann könnt ihr reinschreiben, ich möchte, dass meine Finanzen verbessert werden, ne? Dass mein Konto in den grünen Bereich kommt. Ich möchte Gesundheit, ne? Ich wünsche mir Gesundheit. Ich wünsche mir Liebe, Respekt, Wertschätzung. Ich wünsche mir einen Job, also eine Arbeitsstelle, die mir Spaß macht, falls ihr noch keine habt. Ich wünsche mir, dass meine Bewerbungen ankommen und Gehör finden. Ich wünsche mir einen tollen Arbeitgeber. Ne? Es ist wichtig, dass ihr könnt auch mehrere Sachen auf diesen Zettel schreiben, dass ihr draufschreibt, zum Beispiel, wenn es um neue Beruf geht, ich wünsche mir meine Berufung zu leben innerhalb meiner neuen Arbeit mit einem wertschätzenden und menschlichen Arbeitgeber, wo ich mich nach meinen Bedürfnissen hin entfalten kann. Zum Beispiel. Also lasst euch was einfallen. Ihr wisst ja, was ihr braucht und was ihr wollt, ne? Oder ich will es schaffen, wirklich mich komplett gesund zu ernähren. Bitte schenkt mir die Kraft, liebes Universum, könnt ihr auch reinschreiben. Ich wünsche mir die Kraft, wirklich dauerhaft meine Ernährung zum Positiven umzustellen. Zum Beispiel auf vegan oder diejenigen, die Fleisch essen, auf vegetarisch erstmal. Auf Rohkost, viel Rohkost zu sich zu nehmen. Ich wünsche mir, den Körper zu entgiften. So, all das bitte auf einen Zettel schreiben. Den Zettel, den macht ihr zusammen. Wenn ihr draußen in der Natur seid, ne, dann den Zettel bei Vollmond verbrennen. So, innerhalb der Schale. Entweder übergibt ihr diesen Zettel, also diese Asche, dem Fluss, wenn irgendwo ein Bach in der Nähe ist, oder wenn draußen viel Wind ist, pustet es oder lasst es vom Wind verwehen. Der Wind macht das auch, der übergibt das. Ne? Der Wind ist genauso wie das Wasser oder wie das Feuer für die Transformation mit zuständig. Das Feuer, der Wunsch ist auf dem Zettel draufgeschrieben, der wird durch das Feuer praktisch verbrannt, transformiert und durch den Wind wird er dahin gebracht, wo er hingehört. So, wichtig ist, was ich euch auch nochmal sage. Wenn ihr natürlich keine Bewerbung schreibt, wird auch kein neuer Job einfach so auf euch zukommen. Also ich sage immer, wer sich was wünscht, der sollte auch wirklich selber dazu bereit sein, Eigeninitiative zu ergreifen. Wer sich zum Beispiel einen neuen Partner wünscht und den ganzen Tag zu Hause auf der Couch sitzt, und überhaupt nicht mehr vor lauter Frustration vor die Tür geht, der braucht nicht nur professionelle Hilfe, der wird auch so mit Sicherheit keinen Partner anziehen. So, also wichtig, Eigeninitiative ist auch immer vom Universum gewünscht. Und diese Wünsche dienen lediglich wirklich nur zur Unterstützung für das, was ihr sowieso möchtet. Aber wichtig ist bitte, kommt auch selber ins Handeln. Das ist wie mit dem Wunsch. Ihr könnt euch was wünschen, wenn ihr noch nicht mal ins Handeln kommt, dieses Ritual, dieses einfache Ritual zu machen. Okay, es gibt auch Rituale. Die sind ein bisschen schwieriger. Dann baut man sich einen kleinen Altar auf, und macht zwei Kerzen links und rechts. Da kann man sich zum Beispiel auch eine Schüssel nehmen. Das ist ein altes keltisches oder nordisches Ritual, wie man so schön sagt. Da nimmt man sich eine Schüssel und man lässt Räucherwerk räuchern und dann spricht man alles in diese Schüssel rein, ne, und kippt das dann praktisch um. Ne? Dann wird die Schüssel umgekippt. Alles, was ihr an Wünschen habt, wird dann praktisch umgekippt und rausgemacht und praktisch übergeben. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann. Ich halte es lieber halt gerne einfach. Ne? Und wie gesagt, ich habe euch diese Muschel hier gezeigt. Ihr könnt das mit so einer Muschel machen. Räucherwerk, es gibt eine schamanische Mischung. Ich habe zum Beispiel auch, das habe ich da oben jetzt stehen, das ist Bio-Salbei. Der ist ein bisschen angenehmer als der Beifuß. Der Beifuß ist sehr, sehr stark und der entwickelt bei mir zum Beispiel sehr, sehr viel Kratzen im Hals. Beim Moxen in der Akupunktur wird auch sehr viel Beifuß verwendet. Ich persönlich mag dann lieber diese Palo Santo Hölzer hier, die
Echt, die riechen hammer lecker, so ein bisschen wie Ambrosia, muss ich dazu sagen. Es erinnert mich nämlich immer an Ambrosia, an diese Räucherstäbchen hier. Ne? Ist ein sehr, sehr milder Duft. So, ich werde euch hier unten alles nochmal verlinken. Ich werde euch nochmal alles genau aufschreiben, wie ihr vorgeht. Ne? Also ihr könnt euch das Video jetzt hier angucken. Und ich fange jetzt nicht hier an zu räuchern, weil es bringt jetzt im Endeffekt nichts. Ihr wisst, was ihr braucht. Ihr wisst, ob ihr es zu Hause macht oder ob ihr jetzt rausgeht. Wichtig ist, guckt, dass ihr die Ruhe dafür habt, dass ihr zu Hause es in Ruhe machen könnt. Also wirklich alleine, frei von Kindern oder wenn der Partner das mit euch machen möchte, ist das ganz toll. Aber achtet wirklich darauf, dass ihr Ruhe habt, dass keine Musik. Vielleicht ganz ruhige Musik, aber kein Fernseher läuft, also nichts, wo ihr permanent abgelenkt werdet. Ne? Dass das Handy beiseite kommt, dass ihr wirklich im Hier und Jetzt seid und das macht, was jetzt Sache ist. Ne? Also macht das Ritual bewusst und seid nicht schon im Kopf oder mit den Gedanken beim nächsten Schritt oder wo ganz anders. Ne? Also es ist wirklich, dass ihr alles, was ihr tut, wirklich bewusst macht. Und gerade bei diesen Ritualen ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr eure Intention reingibt mit dem, was ihr wollt. Ne? Nicht, was ihr nicht wollt, sondern was ihr wollt. Weil sonst kriegt ihr nämlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr krank sein, dann werdet ihr krank sein. Ne? Weil ihr eure Intention dahin gebt. Deswegen ganz, 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 ganz wichtig, achtet darauf. Auf den Vollmond, das möchte ich jetzt auch noch gerade im Anschluss mitbringen, folgt ja der abnehmende Mond. Und der abnehmende Mond ist wirklich ganz, ganz toll, auch Erkrankungen loszulassen. Ne? Also nutzt das auch ruhig mit für Erkrankungen. Da könnt ihr genauso vorgehen, ein, zwei Tage nach dem Vollmond, dass ihr sagt so, okay, ich möchte jetzt hier meine Erkrankung loslassen. Ne? Der abnehmende Mond ist dazu da, um ganz, ganz viel, um Altes loszulassen. Ich möchte den Streit mit meinem Partner loslassen. Ich möchte alte Familienfäden loslassen. Ich möchte frei davon sein. Ne? Einfach auch zum Beispiel zu sagen, ich möchte frei davon sein. Es hilft auch zum Beispiel bei der Auflösung bei finanziellen Sorgen. Ne? Was ganz toll ist, nehmt eure Geldbörse. Wichtig, ganz, ganz wichtig, macht eure Geldbörse leer bis auf Münzgeld oder Scheine. So, Kreditkarten bitte rausmachen, weil wenn ihr Kreditkarten habt, es geht darum, dass ihr die Geldbörse bei Vollmond in den Vollmond legt, auf die Fensterbank. Und am besten benutzt ihr dazu noch einen Bergkristall, weil Kristalle unterstützen die energetische Arbeit. Also die meisten Schamanen benutzen Kristalle, Bergkristalle und Rosenquarze, um diese energetische Arbeit zu unterstützen. Es könnt ihr auch noch machen, dass ihr auf eure, ihr habt eine Geldbörse. Die Geldbörse macht ihr bitte, da ist bitte wirklich nur drin Münzgeld und Scheine. So. Dann macht ihr einen Bergkristall, wenn ihr einen habt. Wäre das natürlich super. Legt ihr auf diese Geldbörse drauf und legt diese bitte in den Vollmond rein. Viele fragen jetzt, ja, warum soll ich nicht die Kreditkarten reinmachen oder die Krankenversicherungskarten? Krankenversicherungskarten, es geht um Krankheit. Raus damit. Ihr wollt ja da nicht noch großartig mehr haben, deswegen weg damit. Kreditkarten, wenn die im Vollmond liegen, die Kreditkarten. Viele denken, oh toll, da kriege ich nur mehr Kredit. Genau, dann kriegt ihr noch mehr Kredit. Ihr kriegt aber kein Einkommen, kein Guthaben, sondern Kredit. Das heißt, ihr rutscht mehr in diese Verbindlichkeiten, ich sage jetzt Verschuldung rein. Deswegen Kreditkarten raus aus dem Geldbeutel. Ne? Und auch never ever, bitte niemals in den Vollmond legen. Alles raus. Es gehört in den Vollmond wirklich nur die Geldbörse. Ihr könnt auch wirklich Geldscheine einfach in den Vollmond legen und dann Bergkristall drauf und diese Energien werden angezogen, sodass sich das vermehrt. Ne? Und wichtig ist halt einfach, dass ihr darauf achtet, dass ansonsten alles aus dem Portemonnaie draußen ist. Bilder, egal was drin ist, bitte alles rausmachen. So, das kann man natürlich auch noch machen. Wer draußen in der Natur ist, kann sich zur Erinnerung von draußen noch einen Stein mitnehmen oder ein Blatt an dieses Ritual und dieses
bei sich irgendwo zu Hause hinlegen. Wer zu Hause ist und hat natürlich noch bei dem Vollmondritual wie hier jetzt, ich zeige es mal gerade. Ich habe hier so eine Schüssel mit vielen Kristallen. Das sind hier so viele wunderschöne Kristalle und Edelsteine, die ich hier drin habe. Hier sind halt so viele kleine Rosenquarze, Bergkristalle, dann Lapislazuli. Also ganz, ich habe hier so eine Riesenschüssel mit ganz, ganz vielen verschiedenen Kristallen drin, also Edelsteinen. Und die könnt ihr auch zum Energetisieren. Also wenn ihr viel mit Edelsteinen arbeitet, legt die zum Energetisieren bitte in den Vollmond rein. Nicht alle Edelsteine dürfen in den Vollmond. Es gibt einige Edelsteine, die müssen in die Morgensonne. Also ganz wichtig, es gibt verschiedene Edelsteinbücher, die könnt ihr euch holen, wo drin steht, wie man Edelsteine reinigt, wann die gereinigt werden müssen, wie die aufgeladen werden, wie sie auch entladen werden. Ganz wichtig, viele Edelsteine wie der Turmalin, der muss abgewaschen werden. Den wasche ich jeden Abend ab. Der kommt morgens in die Morgensonne. Der wird dann durch das Abwaschen wird er entladen und da ist es halt wirklich wichtig, darauf zu achten. Es gibt auch spezielle Edelsteine, mit denen man entladen kann, ne, wo man jetzt praktisch seinen Turmalin oder Bergkristall, was auch immer, zum Entladen reinmachen kann, um die dann nachher wieder aufzuladen. Nicht jeder Edelstein ist für die pralle Sonne geeignet, sondern nur für die Morgensonne. Nicht jeder Edelstein ist für Vollmond geeignet. Also bitte darauf achten. Da gibt es spezielle Bücher dafür, euch das jetzt zu erklären. Es gibt zig Edelsteine und jeder Edelstein oder fast jeder wird anders behandelt. Also insofern achtet bitte darauf. Wer so eine Mischung hat, wo zum Beispiel ein Amethyst drin ist, ein Lapislazuli drin ist, ein Bergkristall, ein Rosenquarz und vielleicht noch ein Tigerauge, um Wasser zu energetisieren, kann man bei Vollmond auch ganz toll machen, dass man diese Edelsteine auflädt, um das Wasser zu energetisieren. Man kann natürlich auch volle Flaschen, bitte Glasflaschen benutzen, auch in den Vollmond rausstellen. Gerade jetzt ist es auch schön kühl, das Wasser wird dann auch schön kühl sein, wo man das Wasser energetisieren kann. So. Das ist eigentlich alles ganz, ganz einfach. Und ja, ich wünsche euch nun viel, viel Spaß damit. Beim abnehmenden Mond, wie gesagt, ist es wichtig, wer jetzt zum Beispiel ein bisschen an Gewicht verlieren möchte oder fasten möchte, der sollte wirklich ein, zwei Tage nach Vollmond damit anfangen, wenn der Mond wieder abnimmt. In dieser Zeit ist nämlich der Stoffwechsel besonders aktiv durch diese ganze Aktivierung. Also der Vollmond energetisiert und aktiviert und euer Stoffwechsel wird in dieser Zeit besonders auf Touren sein. Deswegen, man spürt das ja auch, wie bei Ebbe und Flut, also da ist ganz, ganz viel Energien, werden auch in eurem Körper hin und her bewegt. Deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn man dann bei abnehmendem Mond wirklich damit anfängt, diesen Flow, diese Energie einfach zu nutzen und mit dieser Energie mitzuschwingen. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen und ja, und auch bei abnehmendem Mond ist es nochmal genau das Gleiche, dass ihr wirklich gerne nochmal das Ritual macht, auch mit Zettel, mit Stift, mit Räuchern, vorher, wie gesagt, Hände waschen, die Aura einmal reinigen, den Raum reinigen und dann auch den Wunsch rauslassen und ja, wer zu Hause ist, genau. Entweder macht ihr das Fenster auf und pustet die Asche und kippt die raus. Wer vielleicht einen Garten hat oder sowas, dass er die Asche in den Garten macht. Wer keinen Garten hat und jetzt in der Stadt wohnt, dem fließenden Gewässer bleibt leider, ich sage mal leider Gottes, mit dem Wind draußen ist es oftmals problematisch, wenn der Nachbar gerade dann noch das Fenster auf hat oder so. Und bleibt halt auch fließendes Gewässer die Toilette im Endeffekt. Na, bitte nichts in den Mülleimer schmeißen, dafür ist es nicht gedacht. Also dem fließenden Gewässer übergeben oder halt die Asche von eurem verbrannten Zettel, wo der Wunsch draufsteht, dann dem Wind übergeben. So, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen weiterhelfen damit. Und im Endeffekt, wie gesagt, was ihr braucht, ist entweder so ein Metallbehälter, nochmals, oder so eine Räucherschale oder einfach Steingut. Ne? Geht auch hier so eine Schüssel, das hier ist auch so eine Steingutschüssel. Ne? Dann eine weiße Kerze, ne? Weihrauch, Salbei, Beifuß eignet sich total super dafür
Oder halt diese Mischung, da ist auch noch Zedernholz, Zedern mit drin. Ne? Und halt, wie gesagt, Ambrosia oder Palo Santo für die Aura zu reinigen. Ach so, die Aura kann man auch ganz toll reinigen, indem man einfach ein paar Tropfen Eukalyptusöl auf die Handfläche macht. Macht euch ein paar Tropfen Eukalyptusöl, reines Eukalyptusöl, ist ganz wichtig, also kein, sondern 100% reines auf die Handinnenfläche. Reibt das kurz. Dreimal und nochmal tief einatmen und dann wirklich von oben bis unten hier, von oben bis unten die Aura reinigen. Es geht auch mit Eukalyptusöl, ne? Teebaumöl eignet sich auch. Teebaumöl mögen die meisten nicht ganz so gerne. Eukalyptusöl ein bisschen angenehmer vom Geruch. Ist eure Entscheidung, wie ihr das macht. So, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Von Sönke soll ich euch nochmal ganz, ganz lieb grüßen. Und weitere Rituale, auch schamanische Rituale, die wir dann irgendwann auch im Sommer draußen machen, die werden auch dann aufgenommen und gefilmt oder wie man auch einen schamanischen Kreis legt. Ne, das wissen die meisten auch nicht mit den Planetenkonstellationen und mit den Elementen. Wie gesagt, das werden wir euch alles noch zeigen, also einen Medizinkreis. Und wie gesagt, jetzt viel Spaß mit den Vollmondritualen, auch bei abnehmendem Mond, ganz, ganz wichtig. Toll ist halt auch, dass ihr auch ganz viel über YouTube oder über Google könnt ihr auch ganz viel rausfinden. Wie gesagt, haltet es einfacher, umso besser. Ihr braucht nicht viel dafür. Okay, meine Lieben. Und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.